Reiser, wir versuchen zu Ihnen durchzudringen. Wurst auf der Musik. Japanische Texte von mir. Das sind meine Texte übersetzt auf Japanisch. Seid ruhig und hört die Musik. Wer hat die übersetzt? Ein Japaner natürlich. Ja, der aber anscheinend auch ihre Sprache spricht. Horchen Sie lieber her. Ja. Okay, wir reden uns den rein. Lieber Heinz Frank, eins muss ich Ihnen sagen, mein ganzes Team ist wirklich sehr begeistert von Ihnen. Es war eine wunderbare Vorbereitung. Lukas ist aber keine Kunst. Naja, aber wir arbeiten ja auch manchmal jenseits der Kunst. Ja? Hoffentlich. Also es war wirklich eine schöne Zeit und für mich, also erstmal ist es ganz toll, so viele, ja doch ein sehr gemischtes Publikum zu sehen und so viele Wegbegleiterinnen. Mehr Frauen als Männer. Habe ich ja gerade gesagt, und Wegbegleiterinnen zu sehen. Die letzte größere institutionelle Ausstellung hier in Wien, die ist ja schon fast 30 Jahre her, von Brigitte Hupp kuratiert am MAC. Wie haben Sie die in Erinnerung? Die hat keiner bemerkt, das war das Schöne daran. Okay, das ist definitiv jetzt anders. Und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen. Es stimmt aber nicht ganz, mein Lieber, weil es einen ganz tollen Katalog gab. Aber der Anfang ist sozusagen die Idee, die du dir einfällen lässt, Einfälle, und die du in Worte formulierst, in eigenartigste Texte. Und einige dieser Texte, also können wir da lesen, und dann hören wir, du hast das schon darauf hingewiesen, die heute auf Japanisch intoniert. Und ich übersetze jetzt trotzdem zurück für all die wenigen Menschen von euch oder uns, die nicht Japanisch können. Zum Beispiel heißt es da in Deutsch: Ewige Treue hält das Loch seiner Leere. Gedankenlos denken, ungeformtes Umformen in Formloses. Also Sie merken vielleicht, dass es nicht ganz leicht ist, diesen Gedankengängen direkt zu folgen oder die umzusetzen. Aber wenn Sie diese Ausstellung, die ich Installation nenne, was der Heinz Frank nie machen würde, weil er sich nicht als Installateur sieht, sondern als Site-Specific-Situation, da sage ich noch was dazu. Wenn Sie sich darauf einlassen und vor allem mit einer der Hauptdevise Heinz Franks durch diese Ausstellung gehen und vor den Arbeiten stehen, nämlich gefühltes Denken und gedachtes Fühlen und sich das auf der Zunge zergehen lassen und es sozusagen versuchen zu praktizieren, dann kommen Sie der ganzen Sache wesentlich näher und vielleicht auch sich selbst näher. Denn genau diese Kombination von Fühlen, Denken, Emotion, Rationalität, die zusammenzubringen, in eins zu bringen, ist das, was du das Humane eigentlich nennst, was wir Menschen haben und das wir in der Gesellschaft aber auseinander dividiert haben. Und das Emotionale wird seit Kant, oder das Affektive eigentlich, ja, als minderwertig erachtet und das Geistige, das Kognitive als das Hochwertige. Und so leben wir und konstruieren unsere Welt als Konstrukt permanent und vergessen eigentlich mit unseren Empfindungen und Gefühlen umzugehen und das gleichzeitig mitzudenken. Und jetzt sage ich nur zwei Worte zu dir, du sprichst dann sicher was Guten dazu. Tag. Guten Abend. Lieber Heinz, wo das auch ein bisschen herkommt, du hast Architektur studiert bei einem gewissen Ernst Kieske. Und das war in den 60er Jahren. Und vorher warst du Elektromechaniker und hast das auch praktiziert, berufsmäßig. Und dann kam deine damalige Freundin und langzeitige Frau, Erna Frank, die auch heute da ist, ja, irgendwie mit dir in Kontakt. Sie schwebt irgendwo herum. Ja, ja, wir haben sie gesehen. Und sie hat dich in die Kunstwelt ein bisschen eingeführt, ja, und zu Architekten gebracht, die habe ich ja. Sie hat mir das Bauhausbuch gezeigt. Ja, und ich glaube, ja. Ich habe an einem Tisch gesetzt mit Leuten wie
Hermann Schick, der eigentlich auch heute da sein soll. Er sollte vielleicht auch da. Und Luigi Blau. Und ihr drei seid dann damals auf die Akademie gegangen und habt dort die Aufnahmeprüfung gemacht. Und so bist du da hingekommen. Und dieser Herr Pieske ist ein Architekt gewesen, der immer den Menschen mitgedacht hat im Raum und im Gebäude und nicht nur Architektur als reines Konstrukt auf dem Reisbrett betrachtet hat, das man aus dem Vogelflug vielleicht ganz schön sehen kann, sondern wie ein Mensch funktional sozusagen mit den Räumen umgehen kann und sich dort wohlfühlen kann. Und etwas von dem hast du ein bisschen übernommen in deine Arbeit, die du nicht Arbeit nennst, aber das macht jetzt nichts. Weil ich in die Arbeit gegangen bin. Ja. Deshalb, das ist irgendwie seltsam. Viel mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil es geht immer um die Beziehung zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Es gibt in deinen Arbeiten viele Perforierungen, Löcher, wo die Frage ist, ob die einen Rand haben oder nicht. Ein Loch oder Rand ist schwer vorstellbar. Über solche Dinge sinnierst du, denkst du nach. Es geht in das Innere des Menschen und in diesem Raum hast du eine großartige, ich sage jetzt wieder, doch Installation realisiert, indem du dieses pavillonartige Gebäude, das Adolf Frischernitz nach 2000 hier errichtet hat, mit seinen Glaswänden genützt hat, damit man deine Arbeit, deine Bilder, diese Paravents hier, auch von hinten betrachten kann, denn alle sind hinten bearbeitet, bemalt, mit vielen Texten versehen und wenn sie am Tag vielleicht besser außen herumgehen an dieses Gebäude, können sie diese Rückseiten sozusagen auch sehen, wie du auch sagst, die auch die Rückseite des Menschen in dieser Hinsicht symbolisieren. Was ich sage dazu ist, dass diese Dinge alle um 1970 entstanden sind. Also so lange bis 2011. Habe ich müssen warten auf diese großartige Anerkennung. Diese entzückende Anerkennung ihrer. Aber ich hab wirklich noch eine Frage zum Loch. Ja. Ich glaube, das ist mir mit dem Loch noch wesentlich komplexer. Das hat mir heute Morgen bei der Pressekonferenz gefallen. Sagen Sie, erzählen Sie noch mal ein bisschen von dem Loch. Ich meine, das kehrt ja wirklich immer wieder. Ja, das Loch ist deswegen ein Loch, erstens einmal, weil es an sich ist. Und das Zweite ist, wenn man ein Loch mit den Fingern zeigt, nicht nur die Finger, sondern man kann durch ein Loch atmen, das ist das Wesentliche da. Und da drinnen im Loch ist die Endlosigkeit und die Unendlichkeit. Und das ist alles das, was ich nicht zusammenbringe. Ich bringe nur den Rand zusammen und das ist an und für sich ein Schwächeanfall und die Ablenkung. Weil das Loch selber ist das, um was ihr geht, den Loch. Ich bin damit einfach. Einfach ist es, so einfach ist es, aber das weiß ja keiner, der hier steht. Außer mir. Doch, alle. Ja, aber wissen dann alle. Wissen dann alle, aber sie setzen sich nicht nieder im Loch. Das ist ja ein, das ist, man könnte ja sagen, brauchen Sie die Musik. Ja, das ist alles jetzt, poetisch ist es auch jetzt, aber jetzt ist es noch, hat es noch so eine Dramatik, die man traumatisch. Nein, dramatisch. Ja, ich würde sagen, alle raus und langsam wieder rein. Das ist auch gut. Das ist auch noch. Also nicht bearbeitet, sondern einzeln. Das war wirklich ein sattes Nachwort. Von dir. Ja, danke sehr viel.